Welcher Politiker steht für die Ostverträge? Helmut Kohl, Willy Brandt, Mikhail Gorbatschow, Ludwig Erhard. Willy Brandt. Wie heißt Deutschland mit vollem Namen? Bundesstaat Deutschland, Bundesländer Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Bundesbezirk Deutschland. Bundesrepublik Deutschland. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 70 Millionen, 78 Millionen, 80 Millionen, 90 Millionen. 80 Millionen. Welche Farben hat die deutsche Flagge? Schwarz, Rot, Gold, Rot, Weiß, Schwarz. Schwarz, Rot, Grün, Schwarz, Gelb, Rot. Schwarz, Rot, Gold. Wer wird als Kanzler der deutschen Einheit bezeichnet? Gerhard Schröder, Helmut Kohl, Konrad Adenauer, Helmut Schmidt. Helmut Kohl. Welches Symbol ist im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zu sehen? Der Bundesadler. Die Fahne der Stadt Berlin, der Reichsadler, die Reichskrone. Der Bundesadler. In welchem Zeitraum gab es die Deutsche Demokratische Republik, DDR? 1919 bis 1927, 1933 bis 1945, 1945 bis 1961, 1949 bis 1990. 1949 bis 1990. Wie viele Bundesländer kamen bei der Wiedervereinigung 1990 zur Bundesrepublik Deutschland hinzu? 4, 5, 6, 7. Fünf. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenzen von heute seit 1933, 1949, 1971, 1990. 1990. Der 27. Januar ist in Deutschland ein offizieller Gedenktag. Woran erinnert dieser Tag? An das Ende des Zweiten Weltkrieges, an die Verabschiedung des Grundgesetzes, an die Wiedervereinigung Deutschlands, an die Opfer des Nationalsozialismus. An die Opfer des Nationalsozialismus.